Hallo, herzlich willkommen zur achten Folge vom Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Okay, gucken wir mal. Und wir haben tatsächlich Kapital mitgenommen. Ja. Die Werte sind jetzt haben wir nur noch 30, aber wir haben 6 mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt 36. Gut. Was haben wir? Wir haben jetzt ein bisschen was für die Umwelt gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt sich direkt aus. Also Umweltverschmutzung ist ein klein wenig runtergegangen. Die Umwelt. Ach so, wir haben nicht direkt was gemacht. Etwas, was sich nur mittelbar auf die Umwelt auswirkt. Wir haben hier was nicht was direkt auf die wettbewerbsunfähige Gesellschaft, aber was mittelbar die Produktivität einschränkt. Aber wir haben was gemacht, was sich direkt auf die Fettleibigkeit auswirkt, nämlich die Ökolandbausubvention. Und da sind wir die Fettleibigkeit fast schon los. Sehr schön. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja. Boris Johnson hat ja am letzten Wochenende, ich glaube am letzten Wochenende, hat die britische Regierung empfohlen, dass die Briten abnehmen sollen, um sich jetzt gut gegen SARS-CoV-2 zu widmen. Okay. War eine jetzt schöne Überschrift. Ist, ja, definitiv. Ist es. Als nächstes spielen wir als schönen, starken Kontrast zu Frankreich vielleicht UK. Oh ja, da habe ich Lust drauf. Ja, bin ich gespannt, wie sie es dann hier in dem Spiel dargestellt haben und welche Probleme die haben. Vielleicht haben die auch Fettleibigkeit, ich weiß es nicht. Mal gucken. Gut, wir haben jetzt 36 politischen Einfluss, das oder politisches Kapital. Das heißt, wir könnten wirklich mal bei neuen Gesetzen gucken, die wirklich teuer sind. Ja. Und da würde ich jetzt einfach mal so bei Wirtschaft oder Steuer schauen. Also hier unten, die sind Tabaksteuer können wir nicht einführen, dafür bräuchten wir 39. Ich finde es auch schön, wie unglaublich unbeliebt es bei den WählerInnen ist. Ja. Tabaksteuer will keiner, okay. Pauschale Einkommensteuer ist jetzt. Ist auch. Also, wie will man denn eine pauschale Einkommenssteuer machen? Das verstehe ich irgendwie immer noch nicht. Kannst du mir das erklären? Nee. Also was hier steht, eine pauschale Einkommensteuer ist eine Steuer, bei der jeder Staatsbürger denselben Grenzsteuersatz zahlt, unabhängig von seinem Gesamteinkommen. Folglich zahlt die Reinigungskraft in einem Büro denselben Satz wie der Firmenchef, wobei allerdings seine gesamte Steuerrechnung höher sein wird. Diese einfache Struktur kann zu weniger Steuerumgehung und Steuerflucht führen. Sie ist nicht progressiv und kann die Einkommensungleichheit verschärfen. Ja, genau. Kohlenstoffsteuer wäre halt auch toll, ne? Also eine CO2-Steuer. Aber da brauchen wir auch 39 für. Und das ist super unbeliebt. Aber guck, was uns das an Kohle bringt. Dann können wir auch diesen Klimafonds finanzieren. Stimmt. Wenn wir eine CO2-Steuer einführen, dann könnten wir den Klimafonds auf jeden Fall machen. Vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, ob das was wäre, was wir vielleicht nach der nächsten Wahl machen sollten. bei der Unbeliebtheit. Ja. Ja, das stimmt. So, hier sehe ich jetzt nicht direkt, wir können jetzt mal hier in den, wir haben so viel politisches Kapital, dass wir alle Sachen aus der Wirtschaft umsetzen können. Selbst ein Mars-Programm. Wenn wir das möchten. Also Mars-Programm grundsätzlich habe ich da jetzt kein Problem mit. Warum denn nicht? Aber vielleicht haben wir erstmal Sachen, die hier vor Ort geklärt werden sollten. Genau. Also, gehen wir mal einfach durch. Einkaufen am Sonntag ist jetzt Einkaufen am Sonntag verbieten. Könnten wir tatsächlich machen. Oh Gott, wie oft habe ich denn sonntags schon irgendwo gestanden und auch die Milch oder so. Ja. Das würde ich jetzt persönlich traurig finden. Ja, ich auch. Ich auch. Allerdings verstehe ich die ArbeitnehmerInnen-Problematik da. Insofern müsste das wahrscheinlich dann anderweitig geregelt werden. Nee, aber das ist auch eher so eine Sache. Es löst keine der Probleme, die wir vor der Brust haben. Und es wird wahrscheinlich halt auch kaum Situationen verbessern.
von Produktivität oder so. Verbraucherrechte hätten wir noch, die sind aber relativ günstig. Grundsätzlich immer gut. Ja. Ich würde jetzt mal durchgehen, weil wir so viel politisches Kapital haben. Welche sind toll? Also Verbraucherrechte finde ich auch erstmal gut. Förderung der ländlichen Entwicklung. Das wäre mein Favorit. Ja, ich meine, also ich lese mal kurz vor. Je mehr die Technik fortschreitet und je mehr Menschen Beschäftigung in den Städten finden, desto größer ist die Gefahr, dass Armut und Arbeitslosigkeit auf dem Land ein untragbar hohes Niveau erreicht. Subventionen für die ländliche Entwicklung verzerren den freien Markt, aber sie unterstützen auch das ländliche Agrargeschäft und verhindern Armut unter den Landwirten und anderen ländlichen Berufen. Das finde ich auch total wichtig und es ist super günstig. Das stimmt. Aber nochmal, also die Förderung der ländlichen Entwicklung rein auf den Agrarsektor zu beziehen, das ist auch schon so ein Stück weit kurz gedacht. Da gibt es ja noch so viel mehr. Ja, also... Aber da gibt es auch durchaus Start-ups in ländlichen Regionen oder gerade junge Sozialunternehmen, die in ländlichen Regionen an den Start gehen. Ja. Das würde ich im parlamentarischen Prozess wahrscheinlich nochmal nachjustieren, wenn der Gesetzesvorschlag käme. Das stimmt. So, Beihilfen für, das hatten wir, ein Raumfahrtprogramm, Steueroasen haben wir kurz mal diskutiert, das hilft uns jetzt nicht wirklich, also Ölbausubventionen sind definitiv nicht das, was wir wollen, wir haben ein Umweltschutzproblem und eine Asthma-Epidemie, Home Fabrication Grants, also die ist aber relativ billig, das können wir immer noch machen. Seltene Erdenmetall schürfen ist, glaube ich, jetzt auch nicht das allercoolste. Nee. Also für mich zumindest jetzt nicht. Und es würde uns auch nicht helfen, ganz praktisch. Ja. Das finde ich auch gut. Die Diversity Quotas für Companies. Ja, also das heißt quasi eine Quote und nicht nur eine Frauenquote, sondern alle möglichen Ethnien und verschiedene ethnische Hintergrund und natürlich auch Geschlecht. Also ist total günstig, braucht relativ viel, hilft uns jetzt auch nicht sofort weiter. Also, aber hier in Wirtschaft steckt viel Interessantes drin. Also, hier sehe ich jetzt noch was. Das ist etwas, was wofür wir unsere Angesparte haben könnten. Mandatory Micro Generation, also verpflichtende Mikrogeneration, heißt, dass jeder Bürger irgendwie dafür sorgen muss, dass er selbst Strom produziert. Und das ist tatsächlich, also das ist eine interessante Idee. Was hältst du erstmal davon, wenn du es so hörst? Vom Prinzip finde ich die Idee total gut. Wüsste dann allerdings in der Umsetzung wiederum nicht so richtig, wie man das macht. Ja. Weil wer ist zuständig? Was genau bedeutet das? Kann man das irgendwie kofinanzieren? Das kostet ja auch alles. Ja, genau. Also ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht tatsächlich, was Mikrogeneration, Stromerzeugung zu Hause ist. Es gibt tatsächlich auch Solarpaneele, die man an den Balkon hängt für 300 Euro. Und die produzieren dann ein paar hundert Watt. Also das, was ich mir angeguckt habe, davon kriegt man so gerade den Wasserkocher betrieben. Aber ansonsten dann noch mit dem Akku dahinter ist das tatsächlich, kann das ordentlich was ausmachen. Aber 300, also ein paar hundert Euro sind halt ein paar hundert Euro und das heißt längst nicht, dass sich das jeder leisten kann. Aber es gibt halt die Möglichkeiten, auch in einer Mietwohnung, gut, wenn man keinen Balkon hat, wird es schwierig und da gibt es halt auch einige. Ich bin gerade mit meinen 28,6 Grad beschäftigt. Ja, du wohnst auch direkt unterm Dach, ne? Genau. Ja, also ich schau mal gerade, da hat sich gerade jemand im Chat gemeldet, aber Ignoranz, schönen guten Abend.
aber ich glaube, der ist schon wieder weg. Okay, Mandatory Microgeneration. Ja, könnte interessant sein. Beliebtheit geht, ne? Aber ich glaube, wir treffen damit eventuell eher die Armen, oder? Aber es könnte, es wird wahrscheinlich der Umwelt helfen, aber nur sehr langsam. Ja. Also ist eine Sache, also, die schon relativ teuer ist. Total. Ich bin mir auch, da bin ich mir einfach noch nicht sicher, ob wir schon so weit sind. Ja. Sowohl was das Finanzkapital auch unsere Bevölkerung betrifft, als auch dieser grundsätzliche, die Umweltfinanzierung oder die Finanzierung von umweltbezogenen Transformationsprozessen. Ja. Solche Sachen sind dann cool, wenn wir noch Pfand im Hintergrund hätten. Ja, genau. Und dann würde ich nämlich jetzt mal umschenken von der Wirtschaft zum Transport. Also wir haben uns jetzt viele Sachen angeguckt, einfach weil wir politisches Kapital gespart haben und teure Sachen uns leisten können. Hier habe ich jetzt nichts gesehen, was jetzt... Also das hier, 22, finde ich total großartig. Können wir aber später immer noch machen. Wir haben jetzt nur gerade ein bisschen was angespart. Und jetzt würde ich tatsächlich einfach mal auf Transport wechseln. Gerne, wir haben ja auch noch die Fahrzeugdebatte, glaube ich. Ja, genau, die ist sowohl Umwelteinfluss als auch auf diese Asthma-Epidemie geht es rauf. Subventionen für Biokraftstoffe ist relativ günstig. Was haben wir hier noch? Emissionsbegrenzung der Kfz ist auch relativ günstig vom Einführung her. Subventionen für emissionsreduzierende Kraftstoffe ist auch günstig. Ich klicke mal schnell durch. Also Driverless Car Laws. Das können wir uns auch mit einem normalen Dings, aber das ist auch nicht so spannend. Hier haben wir jetzt keine, die wir uns sonst nicht leisten können. Staatliches Monorail-System. Also das hier würde natürlich die Wirtschaft ankurbeln. Also Subventionen für Neuwagen. Ja, die Automobilwirtschaft und nicht nur die französische, sondern auch die deutsche zumindest gleich mit. Ja, allerdings wird ein Fokus darauf gesetzt, neuere, emissionsärmere Fahrzeuge zu kaufen. Aber es ist natürlich auch eine Wirtschaftsförderung. Genau, und anders könnte man wahrscheinlich, das haben wir auch gerade jetzt gesehen, bei den aktuellen Konjunkturprogrammen. So. Ganz funktioniert es irgendwie nicht mehr, wie es früher hieß, sobald die Automobilbranche schreit, springt die Politik. Das scheint irgendwie nicht so zu sein, sondern diesmal wurde es ja schon auch zusammengedacht und diskutiert mit der Frage nach Umweltschutz. Ja. Es hat jetzt nicht in jedem Fall gut funktioniert, aber tatsächlich wurde es mal angesprochen. Das fand ich auch sehr schön. Ist doch schön, wenn wir darüber reden. Das ist ein Anfang. Ja. Hier, was ist denn Limit, also Beschränkung oder sogar Verbannung von Autos aus den Städten? Da bräuchten wir 40 Einfluss für. Das mögen ganz, ganz wenige. Aber es würde wahrscheinlich wahnsinnig für die Umwelt was bringen. Aber wahrscheinlich auch ein Einbruch für die Wirtschaft, ne? Ich weiß, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so richtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es durchaus auch die ein oder andere Innenstadt, je nachdem, wie groß der Bereich ist, wo Fahrzeuge verboten werden, dass es da durchaus einen positiven Effekt hat. Das ja, glaube ich auch. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Also jetzt gerade auch in der Zeit der Kontaktbeschränkungen, dass wir auf einmal mit Kindern auf der Straße gespielt. Das passierte sonst nie. Und das ist schon irgendwie auch schön. Allerdings bleibt ja das Problem, dass die Leute von A nach B kommen müssen, dass Einkäufe von A nach B kommen müssen. Ja. Und das muss man dann schon wieder aushandeln. Genau. Ja. Aber da sind halt Autos nicht zwangsläufig immer die einzige Antwort drauf. So, wir haben jetzt eigentlich nur bei Wirtschaft das Einzige, was wirklich spannend wäre, also Mandatory Microgeneration, was wirklich teuer ist von den Einführungskosten. Wir haben bei Wirtschaft und Transport geguckt. Alle Sachen, die uns da gefallen, brauchen wir nicht unser hohes. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, wo wollen wir nochmal gucken oder wollen wir jetzt einfach so weitermachen mit Sachen, die unseren Problemen helfen?
Das Einzige, was ich jetzt hier noch gesehen habe, was so ein bisschen, wenn die Zuschüsse zur Robotikforschung. Zuschüsse zur Robotikforschung. Würde ich mir gerne mal anschauen. Ein Sonderzuschuss zur Förderung der Robotikforschung. Die Robotik ist ein sehr langfristiger Forschungsbereich, der letztlich zu einem enormen Anstieg in der Produktivität führen wird. Gleichzeitig wird dies aber auch die Zahl der geringen qualifizierten und angelernten Arbeitsplätze in der Wirtschaft reduzieren und möglicherweise einen Anstieg in der Arbeitslosigkeit zur Folge haben. Genau, deswegen haben wir gerade super viele Bildungsprogramme, die dabei helfen. Da könnten wir die Bildungsgutscheine möglicherweise dazu noch mit an den Start bringen. Das dauert ein Stück, aber dann hätten wir dieses Wettbewerbsproblem der Wirtschaft vielleicht auch angepasst. Okay, also du, dann machen wir hier mal implementieren. Aber es ist halt nicht beliebt. Da wäre jetzt die Frage, ob du das bereit bist einzugehen. Wir müssen es kombinieren mit noch einem Bildungsprogramm wie den Bildungsgutscheinen oder so. Okay, Bildungsgutscheine ist halt im Prinzip eine Förderung des privaten Schulsystems. Schade. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ja, genau. Also, dies ist eine Maßnahme zur Förderung des privaten Schulsystems, wobei auch weiterhin alle in der Lage sein sollten, sich eine Schulbildung leisten zu können. Die Bildungsgutscheine werden vom Staat an die Eltern für ein jedes ihrer Kinder ausgegeben und sie können diese dann für eine Schulbildung auf dem Privatschulsektor ausgeben. Dies ist ein anderer Ansatz zu einer rein staatlichen Schulbildung, da die Schulen dank der pädagogischen Steuergutschriften privat betrieben werden und die Lehrer keine Staatsangestellten mehr sind. Schade. Das hilft uns da jetzt nicht. Wir könnten auch die private, also wir könnten Privatschulen verbieten. Aber warum sollten wir das tun? Naja, genau, das ist halt, ich saß nur gerade, weil es Also solange sie nicht schaden und den insgesamt unsere Bildungslandschaft vielfältiger machen, habe ich damit jetzt vom Prinzip gar kein Problem. Die kosten ja gerade noch nicht so viel, wenn überhaupt. Ja, genau. Also wir können das skalieren bis auf 3,6 Milliarden, aber das heißt, wir machen Bildungsgutscheine und dann, was war das andere? Ich habe mir unter dem Bildungsgutschein was anderes vorgestellt. Ich dachte, dass das tatsächlich Gutscheine sind, damit sich ArbeitnehmerInnen nochmal fortbilden können. Okay, wir behalten mal die Zuschüsse in der Robotikforschung im Hintergrund und wir können ja mal gucken, wie es mit dem privaten Schulsystem. Staatliche Schulen fördern wir schon sehr krass. Das haben wir schon mal erhöht, glaube ich. Weil es uns wichtig war. Ja, genau. Wir haben das erhöht und es ist noch nicht so lange her. Kostenhistorik, genau. Wir haben es vor 4 Quartalen haben wir es erhöht. Ja, okay, dann würde ich doch sagen, machen wir trotzdem Robotik und auf einer günstigen, nicht auf einer, auf einer etwas niedrigeren Ebene. Ja. Ich finde deine Argumentation richtig. Wir haben genug für die Bildung getan, dass uns eigentlich geringqualifizierte und nur angelernte Arbeitsplätze nicht zu sehr treffen sollten. Und falls doch, können wir immer noch in Richtung Wohlfahrt gehen. Also. Genau. Oder andere Bereiche gibt es sicherlich auch noch. Vielleicht muss man da gar nicht in diesen sozialstaatlichen Elementen denken. Vielleicht kann man das noch anders machen. Ja, Gewerkschafterinnen finden es nicht gut. Technologie steigt, was du erhöhen wolltest. Und die Industrial Automation steigt auch. Also, wie viel wollen wir reinsetzen? 4, 5? Eher 4. R4. Dann haben wir einen Zuwachs von Technologie von 3,42 und Automation 11,29. Und die Gewerkschafter sind aber eigentlich, ist halt eine langwierige Sache, 16 Quartale, also in 4 Jahren. Aber wird sich anfangen auszuwirken auf die Technologie, wenn auch langsam. Ich denke auch, und jetzt, wo wir wissen, dass es die Gewerkschafter sind, aus unserer Wähler in der Gruppe, die damit ein bisschen mehr Probleme haben, können wir auch noch mal schauen. Ich glaube, im Wirtschaftssektor gab es auch noch ein paar Sachen zum Thema Gewerkschaft oder ArbeitnehmerInnenvertretung. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt mal
das fertig. Und jetzt haben wir noch 30. Okay. Wir haben das jetzt gemacht, um die Produktivität zu erhöhen. Wohin geht's jetzt als nächstes? Klein- und mittelständische Betriebe oder jetzt eher noch weiter Richtung Umwelt? Ich würde eher Richtung kleiner und mittelständische Betriebe gehen. Das hat insbesondere, ja, da würde ich gerne noch mal drauf gucken. Ja, die Ausfallquote bei kleinen und mittleren Betrieben ist sehr hoch. In den frühen Betriebsjahren kann eine staatliche Beihilfe eine enorme Hilfe dabei sein, ein Unternehmen in Gang zu bringen. Das kann die Wirtschaft enorm stärken, kann andererseits aber auch eine kostenspielige Politik ohne ein sicheres, gutes Ergebnis sein. Haben wir, die Frage ist, ob wir beide das Gefühl haben, dass wir im Bereich Bildung und Entwicklung und Forschung relativ gut ausgestattet sind. Ja, ich finde, bei der Bildung sind wir ziemlich gut ausgestattet. Also, wir können uns ja nochmal angucken, was haben wir hier? Das ist die allgemein die Bildung. Wir sind da auf einem sehr hohen Niveau, würde ich sagen. Durch alle Sachen, die wir bisher eingeführt haben. Und einiges davon wächst sogar noch. Sehr gut. Dann müsste ja dieser Logik folgend eigentlich auch der Unternehmensbereich, den wir haben, der sich jetzt gerade entwickelt, die Neugründungen, Ausgründungen, Stimmt. Auch ein Stück weit bildungsorientierter sein. Also jetzt in der Logik bleibend. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also wären Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen eigentlich eine super Sache, weil wir gerade weil wir quasi dabei sind, den Staat sehr bildungsorientiert auszubauen. Okay, Genau. Dann implementieren und wie viel? Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Überschuss wir haben, aber das ist eine wichtige Politik. Freiberufler finden das großartig. Das Bruttoinlandsprodukt wird langsam steigen. Der Kapitalist findet das toll. Ja, endlich. Die Anhänger des Sozialismus gehen dadurch runter, langsam. Freiberufliche gehen hoch. Die Einkommen der Freiberuflichen steigen. Die Anzahl der GewerkschafterInnen geht runter. Und das Einkommen der Kapitalisten geht etwas hoch. Aha, ja, na klar. Wie viel wollen wir da reintun? Ach, warte, das darf ich nicht. Das eigentlich können wir beide das nicht entscheiden, weil wir selbst betroffen sind. So mit der Beihilfe für kleine Unternehmen. Oder gerade. Vielleicht sollten wir es gerade entscheiden. Ach, also die 6 finde ich schon gut. Ja. Also von den Sachen, die uns in irgendeiner. Also das BIP wird gesteigert. Ansonsten verschieben wir die Gesellschaftszusammensetzung, beziehungsweise, dass weniger Menschen sich zu den Sozialisten zählen und mehr zu den Freiberuflern und ein paar weniger zu den Gewerkschaftern und dass Freiberufler und Kapitalisten mehr ein. Also, ne? Ansonsten erhöhen wir nur das BIP und der Rest sind Zustimmungswerte. Genau. Das ist das Spannende an so einem Ansatz oder an dem Ansatz, den wir jetzt wählen, finde ich, ist, dass wir vom Prinzip den Menschen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Geschäft aufzumachen. Also sonst ja. Ist das Risiko einfach zu hoch und wir als staatliche Steuerungsinstanz, die wir sind, sagen, wozu geht das Risiko ein? Wir unterstützen dich, wir haben euch gut ausgebildet und wir glauben, dass wir damit Geld verdienen können. So, ja. Und wir sehen, das Geld können wir verdienen und dass das natürlich dazu führt, dass mehr Leute in die Selbstständigkeit gehen, dadurch vielleicht weniger Leute im Angestelltenverhältnis sind und sich dadurch natürlich weniger Gewerkschafter in der Gesamtgesellschaft auch halten. Das ist dann an der Stelle auch nicht weiter vorhanden. Gut, dann machen wir mal Änderungen angenommen. Jetzt haben wir das eingeführt. Wir haben immer noch 20. Was machen wir denn jetzt in welche Richtung? Mhm. Wenn wir jetzt hier schon mal bei der bei diesen Wirtschaftssachen sind. Gehen wir da nochmal hin. Wirtschaft. Mhm. Wir hätten noch die technischen Beihilfen. Das wäre genau dieselbe Argumentationslinie, die du gerade gesagt hast. Warte, bevor ich da jetzt drauf gehe, gucke ich nochmal. Wir sind bei einem Überschuss von 12 Milliarden. Wir haben jetzt nur 6 eben ausgegeben für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das andere war, was waren das andere? Achso, die Robotik. Da sind wir bei 4.
Das heißt, wir haben 10 schon ausgegeben. Ja, aber genau. Wir könnten technische Beihilfen in einem geringen Umfang machen. Oder sogar ein bisschen. Genau. Also wir haben ja diese 12 Überschuss. Wir könnten da noch ein bisschen was drauf tun. Definitiv. Also, das Schöne ist, wenn wir diesen technischen Beihilfeweg wählen, fördern wir beispielsweise von den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir jetzt eh schon so ein Stück weit gesichert haben, die, wenn sich von denen einige entscheiden, technologische Neuerungen einzuführen, können sie das von uns quasi wieder subventioniert bekommen. Ja. Die großen Unternehmen haben was davon, die kleinen auch. Ja, spannend ist es hier, Arbeitslosenzahlen gehen runter, Technologie, das, was tatsächlich der Produktivität hilft, geht hoch, aber die Produktivität selbst auch. Zustimmung Kapitalist geht hoch und Mitgliedschaft bei der religiösen Gruppe geht runter, was ich irgendwie spannend finde. Ja, vor allem auch, dass das in so einem hohen Umfang passiert. Ja. Ich weiß aber auch sehr langsam, hier 32, also über was das? Ja. Du bist der Naturwissenschaftler von uns beiden. Schließt sich das so grundsätzlich aus oder kann man auch also über 7 Jahre. Nein, ich würde nicht sagen, dass es sich zwangsläufig ausschließt. Ich würde jetzt aber einfach mal sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich nicht religiös wäre. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich in der Kirche bin. Ja, also das ist vielleicht so eine Sache, die der religiösen Gruppe jetzt nicht zwangsläufig hilft, so eine Einstellung. Sag also, mal so, wenn du kein Mitglied der christlichen Kirche bist, wird es auf jeden Fall schwierig, weil da bist du ja automatisch über die Steuer dann mit erfasst, oder? Genau. Das heißt, also ja, das ist tatsächlich, also mich überrascht es auch, dass dieser Anteil da ist. Es ist jetzt aber, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass, also mich überrascht, dass er so hoch ist, aber ich würde nicht sagen, dass das nicht durchaus ein Faktor ist. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja, wie viel geben wir da rein? Wir hätten 2,2 Überschuss, das wäre hier, wenn wir den abbilden, aber ich finde eigentlich schon so 5 ganz super. Ja, auch an der Stelle wäre ich sogar mal höher gegangen und wäre in die 6 gegangen, aber 5 ist auch super. Ne, wenn du sagst, dann würdest du mal höher gehen, dann machen wir doch 6. Zack, boom. 6 wäre das. Technologie, Produktivität. Weil irgendwo müssen die technologischen Neuerungen müssen ja auch irgendwo eingekauft werden. Und vielleicht haben wir ja und einige Dinge werden in unserem eigenen Land eingekauft. Ja, also, zack. Jetzt haben wir noch 10. Wow. Ja. Wir haben jetzt wichtige Hebel, wie ich finde, wichtige Förderungen gemacht. Aber wir haben noch 10. Ich habe einen Wunsch. Ich weiß aber nicht, ob wir den mit 10 hinbekommen. Sag. Die Jugendvertretung, die lokale Jugendvertretung, die gab es noch irgendwo. Das würde ich gerne mal mitdenken. Ja, ich glaube, das war... Okay. Das hier. Genau, das Jugendpolitikkonzil. In einer Demokratie ist es ausgesprochen wichtig, unseren Kindern beizubringen, wie Politik funktioniert und was dadurch erreicht werden kann. Indem man ein Youth Politics Council etabliert, kann die Jugend erst Erfahrungen aus erster Hand sammeln, auf einem lokalen und regionalen Ebene. Und kann auch feststellen, welchen Unterschied sie machen können. Und so werden die Politikerinnen der Zukunft rekrutiert. Das ist eine grobe Übersetzung davon. Und ist relativ günstig und kostet nur 2, also locker. Mhm. Also das finde ich total schön. Auf der einen Seite ist das, wie es hier beschrieben ist, natürlich so, dass junge Menschen relativ früh an politische, demokratische Prozesse herangeführt werden. Ich finde den anderen Effekt allerdings viel spannender und der hat was mit den Jugendlichen selbst zu tun, weil sie erfahren es, einen Raum mitzugestalten. Sie werden gehört, sie werden wahrgenommen. Da ist so eine Form von Empowerment dabei,
Und ich glaube, also mir tut es immer mal wieder gut, und ich habe jetzt die 40 auch noch nicht erreicht, mir tut es immer wieder gut, mich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen und mir das einfach anzuhören, egal ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Mhm. Und in so einer Form auf regionaler Ebene kann man da wirklich tolle Sachen zusammen entwickeln, generationsübergreifend. Deswegen I'm all in. Okay, ja, dann implementieren wir das. Und relativ geringe Kosten, die Zustimmung der Jugend geht nach oben. Ja, das ist ja unsere Zukunft. Ja, also maximal 4 Millionen, 400 Millionen meine ich. Also wir können uns natürlich auch noch ein bisschen Luft nach oben lassen, aber das kostet uns wirklich nicht viel. Nee, dann machen wir, es passt zu unserem Bildungsprogramm. Auch wenn es hier direkt keine Auswirkungen auf Bildung hat, finde ich, ist das genau in der Richtung, in der wir unterwegs sind. Zack. So, jetzt haben wir noch 8. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!